Wann sieht man Menschen schreiten? Nicht oft scheint mir. Es ist kein Eilen, sondern ruhige Bewegung. Kein Schleichen, sondern sicheres Vorangehen. Der Schreitende geht freien Fußes, er schleppt sich nicht. Aufgerichtet, nicht gebückt. Echtes Schreiten ist etwas Edles. Und wie schön, wo es fromm geschieht. Zu lauterem Gottesdienst kann es werden. Schon ein bloßes Dahinschreiten vor Gott wird dazu. Etwa wenn jemand in der Kirche geht, in des höchsten Herrn Haus und in besonderer Weise unter seinen Augen. Oder wenn es ein Gottesgeleit ist in der Prozession. Ist das Schreiten nicht ein Ausdruck menschlichen Adels? Die aufrechte Gestalt ihrer selbst mächtig, sich selbst tragend, ruhig und sicher, ist des Menschen alleiniges Vorrecht. Aufrecht schreiten heißt Mensch sein. Aber wir sind mehr als nur Menschen. Götter seid ihr und alle seid ihr Söhne des Höchsten, sagt der geheimnisvolle 6. Vers im 21. Psalm. Aus Gott wiedergeboren zu neuem, heiligen Leben. Durch den Glauben lebt Christus in uns. Das Wissen um dieses Geheimnis könnte so freudigen Ausdruck im rechten Schreiten finden.